So, wenn ihr wollt, könnt ihr kurz auf Pause drücken und schnell die Lotharfahrtregeln zur Kenntnis nehmen, falls ihr auch mal her wollt. Alles ganz wichtig, also wirklich, weil wenn da jeder an den Weg pinkelt, dann wächst da bald überall Brennnessel und das wollen wir ja nicht, zum Beispiel. Ne? So, jetzt machen wir jetzt mal den ersten Stopp zum Erklären, weil hier Wind zumindest nicht so stark ist, dass man mich überhaupt nicht versteht. Also, was ihr eben gesehen habt, war so der Bereich vor, beziehungsweise was ihr jetzt da oben hier so eingeblendet immer mal wieder seht und gerade gesehen habt, das ist so der Bereich vorm eigentlichen Lotharfahrt. Wie ihr jetzt vielleicht schon erahnen könnt, geht es da wohl irgendwie drum, dass hier wenig Bäume stehen. Die ganze Geschichte ist ja mittlerweile 15 Jahre her mit dem Sturm, so roundabout. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, da wo diese relativ wenigen Bäume stehen, das ist eine Fläche, die man ganz regulär geräumt hat, nachdem man eben beim Sturm überall die ganzen umgefallenen Bäume weggeräumt hat. Das hat man da draußen auch ganz regulär so getan. Das ist also von daher Usus von uns Förstern, dass wir halt eben das Zeug dann wegräumen, wenn es da liegt, weil es ist halt eben so mal so, wenn da überall die alten toten Stämme rumliegen und so weiter und so fort, dann kann da kein Mensch, da kommt der Förster nicht durch, da kommen schon gar nicht die Holzfäller durch. Was da sonst noch so liegt, kann man nicht wirklich rausholen und davon abgesehen, diese Katastrophe ist schon teuer genug, da will man dann schon auch noch verkaufen, was eben an Holz dann wenigstens noch zu verkaufen ist. Das muss man auch verkaufen, um eben diese enormen Kosten, die dadurch auch durch die Aufbereitungen entstehen und durch das Freiräumen der Straßen, die alle mit Bäumen vorliegen und so weiter, so wenigstens so ein bisschen reduzieren zu können, indem man wenigstens noch ein ganz kleines bisschen Gewinn dabei macht. Und das hat man eben überall gemacht, auch da draußen. Warum zeige ich euch das jetzt? Da draußen hat man anders als in vielen anderen Bereichen nicht wieder aufgeforstet. Üblicherweise, man holt das ganze Totholz raus, räumt da quasi auf sozusagen und pflanzt dann neue Bäume, damit da halt eben möglichst schnell wieder ein Wald steht. Das hat man fast überall gemacht, außer an Stellen, wo man tatsächlich nicht pflanzen konnte, weil die Fläche insgesamt so riesig war, dass einfach nicht genug Personal da war, um alles neu zu bepflanzen und so schön aufzuräumen, in Anführungszeichen, wie es der Förster gern gehabt hätte. Das ging einfach nicht, aber man hat es überall versucht, bis auf hier, wo ich jetzt gerade sitze, also dem Lotharfahrt, da hat man ganz bewusst gesagt, man macht hier gar nichts. Man lässt hier alles genau so liegen, wie es umgefallen ist nach dem Sturm. Also seit 1999 hat hier kein Mensch irgendwie einen Baum gepflanzt oder einen Baum gefällt. Außer eben, um den Weg hier anzulegen, den ihr ja auch schon gesehen habt. Da wird natürlich so ein bisschen drauf geguckt, dass jetzt der Weg noch begehbar bleibt. Aber man hat halt eben über die gefallenen Stämme den Weg drumrum oder oben drüber oder sonst irgendwie oder unten drunter durch gebaut und nicht eben die Stämme einfach zur Seite geschoben oder weggesägt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ist das hier halt eben tatsächlich eine Fläche, die immer noch so da liegt, wie der Sturm sie quasi hingelegt hat, plus 15 Jahre Einwirken der Natur. Und das ist halt das Faszinierende am Lotharfahrt, insbesondere wenn man hier schon mehrfach gewesen ist, es sieht jedes Mal wieder ein bisschen anders aus. Der Wald wächst und wächst und wächst und immer weniger vom Sturm ist zu sehen. Ja. Das da draußen ist also jetzt so eine interessante Geschichte deshalb, weil man da ja eben, wie gesagt, aufgeräumt hat, aber nicht neu gepflanzt. Und deshalb steht da draußen jetzt relativ wenig Baum. Interessanterweise da, wo ich mich jetzt befinde, steht hingegen wieder richtig viel Baum. Und das ist das Interessante. Diese Aufräumarbeiten haben quasi dem Wiederaufkommen des Waldes mehr geschadet, als wenn man es alles hätte liegen lassen. Also so rein technisch gesehen, dass Wald dasteht. Dass der Wald, wie er jetzt hier ist, forstlich nicht zu gebrauchen ist, das steht außer Frage, weil viel zu viel Zeug dazwischen liegt. Es gibt keine Feinerschließung, sprich keine Wege, auf denen man irgendwie in den Wald reinkommen könnte, um da forstwirtschaftlich irgendwas zu tun. Aber es ist mehr Wald da.
also diese Aufräumarbeiten, wenn man die Stämme da rausreißt und stehen tatsächlich noch kleine Bäumchen irgendwo drunter, die den Sturm logischerweise überstanden haben, weil sie super klein sind. Da geht auch viel kaputt, wenn da ein Stamm drauf fällt. Aber zwischen den einzelnen gefallenen Stämmen bleibt natürlich auch ein bisschen was an kleinen Bäumchen stehen. Und wenn die da einfach da sind, dann können die, nachdem die großen Bäume oben weg sind, dann kriegen die unendlich viel Licht, haben im Vergleich zur Bodenvegetation nochmal einen Wuchsvorsprung von einigen Zentimetern, dann schießen die quasi einfach drauf los und stören sich nicht darum, dass ihre ganzen Eltern in Anführungszeichen um sie rum tot in der Gegend rumliegen. Wie man jetzt hier eben in diesem eigentlichen Lotharpfad-Bereich schön sehen kann, was ich euch auch gleich jetzt noch an 17 Stellen zeigen werde, funktioniert das eigentlich ganz prächtig und die Natur macht das super von alleine. Es ist also quasi nach dem Sturm überhaupt kein Problem, dass der Wald wieder hochkommt. Das schafft er ganz von alleine, da braucht er keinen Förster für. Das ist so ein bisschen, selbst wenn man der Förster ist und man könnte jetzt meinen, okay, dadurch bin ich arbeitslos, ist das einfach beruhigend, dass man den Wald so gesehen nicht kaputt bekommen kann. Man kann ihn temporär mal kurz umwerfen, aber so 100, 200 Jahre später steht da wieder ein ganz wunderbarer Wald, der ganz, ganz toll ist. Und 200 Jahre für den Wald, das ist nix. Man muss da mal so ein bisschen diese forstliche Zeiträume-Denke reinkriegen. Wir Förster, wir denken ja nicht unter 10 Jahren. Davor passiert ja nichts im Wald. Also 10 Jahre, das ist gar nichts. Was dazu führt, dass wir auch grundsätzlich immer nur das fällen, was unser Vorvorgänger mal angepflanzt hat. Das ist ganz interessant, dieses Generationendenken, aber das muss ja jetzt hier nicht Thema sein. Andererseits, ich habe mir wirklich vorgenommen, für diese Videoreihe so richtig viel Zeit zu nehmen. Und wenn ihr euch das dann anguckt, ist schön und da darf ich auch mal ein bisschen abschweifen. Und falls ihr euch das furchtbar schlimm erscheint, dann guckt es einfach nicht an. Ja, oder schreibt mir, wie ich das am besten machen kann oder wie ihr das findet, dass ich da ein bisschen abschweife zwischendurch. Das würde mich schon interessieren. Also nochmal zu da draußen. Solche Flächen, die dann wirklich komplett kahlgeschlagen sind vom Wald, wo auch die Verjüngung weg ist, die ist halt eben deshalb weg, also die kleinen Bäumchen unten, und die ist deshalb weg, weil man einfach das ganze Holz rausgezogen hat. Diese Rausziehbewegung, dieses Aufräumen, die ganzen schweren Maschinen, mit denen man da zur Sache gehen musste, haben einfach dafür geführt, dass man die meiste Verjüngung weggerissen hat. Was jetzt an den älteren Fichten da dasteht, die man da immer mal wieder zwischendrin sieht, die haben halt eben die Aufräumarbeiten sozusagen überlebt und sind jetzt eine 15-jährige Fichte. Und waren halt eben schon vorher, oder vielleicht jetzt auch 20-jährig, irgendwie sowas, die waren halt eben schon vorher da, bevor der Sturm kam, haben den Sturm überlebt, es ist also nichts direkt auf sie draufgefallen und sind jetzt noch da, weil sie auch überlebt haben, dass man die Stämme rausgezogen hat. Aber insgesamt, wenn man eben nicht nachpflanzt, ist so eine Sturmfläche eine lange Zeit erstmal ein bisschen Brachland. Auf jeden Fall kein Wald, in dem Sinne, dass man das wirklich sieht, dass das ein Wald ist. Es ist technisch gesehen trotzdem ein Wald und wird auch wieder ein Wald werden. Es dauert aber eben erheblich länger, als wenn man eben nicht diese Aufräumarbeiten macht und damit sämtliche Verjüngungen rausreißt. Darauf wollte ich hinaus. Das zweite, worauf ich hinaus will, so eine Brachfläche besiedelt sich zunächst mal mit sogenannten Pionierbäumen. Also wenn mal der Wald wirklich weg ist und nicht noch ein Haufen junge Bäumchen oben unten drunter steht, dann ist diese so die Abfolge dessen, wie wieder ein neuer Wald entsteht, dass erstmal irgendwelche spezialisierten Bäume ankommen, die sich sozusagen darauf spezialisiert haben, eben solche Nicht-Waldflächen wieder zu bewalden. Und das ist jetzt hier oben ganz offensichtlich einmal die Birke, da stehen so ein paar da. Und das ist interessant, weil wie kommt die Birke dahin? Es gibt nämlich nirgendwo im weiteren Umkreis irgendwo eine Altbirke, die man sehen könnte. Also ich habe hier wirklich schon mal ein bisschen gesucht. Man könnte ja sagen, okay, da 100 Meter da hinten, da steht so eine alte Birke rum. Die wird dann natürlich entsprechend Samen produziert haben, die weit geflogen sind. Fehlanzeige, es gibt hier weit und breit keine alte Birke. Die nächsten alten Birken sind weit, weit, weit weg. Und tatsächlich hat es eben die Birke eben als so ein Spezialist für solche Situationen geschafft, trotzdem ihre Samen so weit auszubreiten, dass es offensichtlich gelungen ist, dass da ein paar Birkensamen gelandet sind und offensichtlich gar nicht so wenig, weil sonst würde da keine Birke stehen. Weil nur wenn da ein Birkensamen, die sind winzig, mal ankommt, heißt es ja noch lange nicht, dass die Birke dann auch keimt. Es müssen also schon wirklich richtig, richtig viele gewesen sein, dass da eben, wie gesagt, jetzt ein paar Birken stehen. Ne?
Das ist halt schon faszinierend, dass die Birke wirklich so ein Spezialist ist, mit ihren Samen sich überall ausbreiten kann. Das muss man dazu sagen, so ein Birkensamen ist super, super, super klein, kann sich hervorragend im Wasser fortbewegen, hat so ein kleines Häutchen um den eigentlichen Samen drumherum. Und mit diesem Häutchen kann er auch relativ weit, gerade bei starken Winden, die wir hier oben im Hochschwarzwald durchaus haben, weit geweht werden und legt enorme Strecken zurück. Da gibt es wirklich Beispiele, wo die Birke an Stellen aufkommt, wo im riesen Umkreis nirgendwo eine Birke ist. Wo kommen da die Birkensamen her? Aber es funktioniert offensichtlich. Also faszinierend meiner Meinung nach. Auch so ein Fall für einen typischen Pionierbaum ist Sorbus aucuparia. Das ist die Eberesche oder Vogelbeere. Die blende ich euch hier auch nochmal ein. Die Birke natürlich auch, aber die kennt ihr ja. Ist auch so ein typischer Pionier. Solche Pionierbäume, muss man sagen, haben alle so ein bisschen die Eigenschaft, dass sie sehr, sehr, sehr viel Licht zum Wachsen brauchen und im Schatten einfach untergehen würden. Deshalb findet man die halt eben auch nur auf solchen Brachflächen größtenteils, außer man hat halt irgendwo nochmal so andere Sonderbedingungen, auch im Moor, siehe mein Moor-Video. Und wenn sie aber dieses viele Licht haben, dann brauchen sie eigentlich fast nichts anderes mehr. Also natürlich noch ausreichend Wasser, aber das ist hier oben im Nordschwarzwald auch überhaupt kein Problem. Also Regen haben wir hier wirklich genug. Tut mir leid, dass ich immer so im Schatten hocke, aber ohne Hut blendet es mich und ist auch doof. Und anders hinsetzen will ich mich nicht, weil ich hier jetzt doch eine einigermaßen windgeschützte Stelle gefunden habe. Die sind hier selten. Worauf will ich denn hinaus? Jawohl, also so ein Pionierbaum, der kann eben bei viel Licht auch sehr schnelles Jugendwachstum erreichen. Das ist auch wichtig, damit man einfach den anderen Sträuchern, die überall am Boden sind, das ist übrigens überwiegend die ganz normale Heide, Caluna vulgaris, und ganz viel Blaubeere und auch ein bisschen Preiselbeere ist drunter. Jedenfalls, sowas kann halt eben dann einfach nur ein sehr schnell wachsender Baum in der Jugend sowas davon wachsen. Weil wenn er das nicht täte, dann könnte er ja quasi in sowas auch überhaupt nicht keimen, beziehungsweise keimen vielleicht noch, käme ein bisschen hoch und dann wären die Sträucher da drüber und dann würde er nicht genug Licht bekommen, langfristig und dann einfach eingehen. Aber durch dieses super rasche Jugendwachstum schafft so ein typischer Pionierbaum wie eben die Birke es, sowas davon zu wachsen und sich dann da ein bisschen zu etablieren, sich wieder fortzupflanzen und möglicherweise weitere Kahlflächen, die weiter hinten im Bereich liegen, bei denen die Birke noch nicht angekommen ist, weil sie erstmal nur am Rand der Kahlfläche Samen hat fallen lassen, in Anführungszeichen, kann sie sich dann weiter ausbreiten. Aber irgendwann, so ein Pionierbaum hat dann halt dummerweise die doofe Eigenschaft, dass er nicht alt wird. Heißt, die haben eben dieses rasche Jugendwachstum, stecken da alles rein, um mal kurz hochzuwachsen. Früh, also für einen Baum super früh, auch schon eben Samen zu produzieren, um sicherzustellen, dass hier noch weitere Birken aufkommen. Aber stirbt auch vergleichsweise früh. Also so eine Birke, wenn die mal 200 wird, dann ist sie richtig alt. Eiche, wissen wir alle, wird so locker mal 1000. Also überhaupt kein Problem, wenn man sie stehen lässt. Das heißt, das ist so eine Art Vorstufe zum richtigen Wald. Nach und nach etablieren sich unter so einer Birke, die auch keine große Krone bildet und relativ viel Licht eben auch auf den Boden lässt, gleichzeitig viel Licht braucht. Das ist immer so. Bäume, die viel Licht brauchen, machen keine sehr dichte Krone und lassen auch viel Licht auf den Boden, weshalb dann meistens immer sehr viel Unterwuchs auch unter den Bäumen vorhanden ist. Und das Licht, was unter so einer Lichtbaumart eben noch ankommt, reicht einer Schattbaumart, zum Beispiel jetzt hier leider der Fichte, ganz hervorragend aus, um unter der Birke dann trotzdem hochzuwachsen. Und früher oder später, wenn die Birke halt eben in relativ jungen Jahren umfällt, sind da so ein paar kleine dünne Fichten drunter, die darauf gewartet haben, dass die Birke umfällt. Irgendeine Fichte wächst nach oben, macht das Rennen, breitet sich aus, macht Schatten. Und in diesem Schatten haben es dann weitere Birken quasi unmöglich hochzukommen. Und damit ist die Birke an dieser Stelle dann irgendwann wieder verschwunden. Aber irgendwo anders, wo halt wieder miese Bedingungen sind, wo die Fichte erstmal nicht kann oder die Buche erstmal nicht kann. Natürlich wäre es eigentlich eher die Buche, aber in der Regel ist es in der Praxis mehr die Fichte. Da kann dann wieder die Birke und so überlebt die Birke quasi immer am Rande des Möglichen sozusagen. Also da, wo es gut ist, da wird sie dann von den anderen gekillt. Da, wo es schlecht ist, da kann sie noch, bis es da wieder gut ist, dadurch, dass die Birke da ist. Diese Abfolge von verschiedenen Vegetationstypen, von verschiedenen Waldformen, nennt man Sukzession.
Jawohl, ja. Und das ist halt eben was, was man hier am Lotharpfad wunderbar sehen kann. Wie entwickelt sich jetzt die Vegetationsform, die hier rumsteht, im Laufe der Zeit? Und das ist eben gelebte Sukzession, die ich mir jetzt seit 15 Jahren angucke, was für mich einfach unglaublich faszinierend ist, weil ich halt wirklich hier dabei bin und mindestens zweimal bis dreimal pro Jahr hier hochkomme und mal gucke, wie schaut es denn jetzt aus, was macht Baum X und Baum Y. Ich habe mir also da schon so ein paar Exemplare rausgeguckt, bei denen ich auch teilweise mal den Umfang messe und solche Späße. Das ist so ein bisschen meine Spielwiese hier. Wichtig, nicht groß vom Weg runtergehen, weil wenn das jeder machen würde, dann wäre das ganze Ding hier bald relativ humanisiert, könnte man sagen. Und wir hätten nicht mehr diesen in Anführungszeichen Urwald, den wir jetzt eigentlich haben, weil das ist es ja letztendlich. Auf dem Teilstück, in dem ich jetzt drin sitze und das nicht da draußen ist, wovon ich jetzt noch keine Bilder habe, weil die jetzt gleich kommen, das ist eben halt eben eigentlich sozusagen schon fast ein Urwald, aber eben doch noch nicht ganz. Und warum das so ist, darauf kommen wir dann jetzt dann langsam und jetzt geht's weiter.